bin heute hier, um ein bisschen Bewusstsein den Menschen zu schaffen. Heute ist Weltspartag und das ist ein Tag der Banken. Und Banken, unter anderem die Sparkasse, investieren immer noch in Rüstung, in fossile Brennstoffe. Und das ist heutzutage überhaupt nicht mehr einsehbar aus Menschenrechtssicht, aber auch natürlich aufgrund der Klimakrise, die immer weiter voranschreitet. Deswegen stehen wir heute hier, um ein Zeichen zu setzen gegen diese Investitionen, gegen die Zerstörung unserer Zukunft. Herzlich willkommen bei Ihrer Sparkasse Against Future. Against Future, gegen die Zukunft. Sollten wir uns gerade jetzt nicht für die Zukunft einsetzen? Ja, stimmt, da war was. Klimakrise und so. Ihr erinnert euch. Die Kreditinstitute gehen leider nicht mit dem Ökoboom, sondern verwenden das Geld, unser Geld, und damit Investitionen von Kohle, Öl und Rüstungsunternehmen zu ermöglichen. Banken, ganz, ganz viele Banken, unterstützen ganz schön viele Sachen, die nicht so toll sind. Die Kröten stecken tief im Sumpf der Kohleindustrie und erwirtschaften dort Rendite zu Lasten von Umwelt und Menschenrechten. Schaffen wir es, sie dort rauszuholen? Es wird spannend. Die Kröten wandern los. Wir machen heute ganz konkret Werbung bei Passanten, die heute vorbeikommen und wollen mit denen ins Gespräch kommen und darüber aufklären, was mit ihrem Geld passiert. Und gleichzeitig wollen wir auch ein Zeichen bei der Sparkasse machen und anlässlich dieses Tages dafür eintreten. Ich denke, dass es vielen Menschen nicht bewusst ist, was mit ihrem Geld passiert, also wo das Geld am Ende gelangt. Jeder hat ein Sparbuch, hat ein Girokonto und ich denke, es ist sehr wichtig, darüber aufzuklären, was mit dem Geld passiert. Leute, informiert euch, es ist unsere Zukunft, das sind wirklich wichtige Sachen. Ja, wir fordern wirklich wirkliches nachhaltiges Investieren. Genau, einfach mal ein neues Bewusstsein schaffen, checken, dass halt eine andere Nachfrage ist. Ich meine, es ist ein neues Jahr, Zeitalter, andere Menschen, andere Nachfrage. Danke.